Es ist vor allem der Westwind, der sehr unangenehm ist, der peitscht einem die Regentropfen direkt ins Gesicht und eigentlich ist es gar nicht mehr so kalt wie noch in den letzten Tagen. Da hat sich einiges getan. Mittlerweile haben wir Tageshöchstwerte von bis zu 5 Grad, aber der Wind aus West, der macht das zunichte. Parallel dazu erleben wir heute sehr viel Niederschlag, einerseits der Regen im Flachland, vor allem im Osten und im Westen dann vermehrt Schneefall. Da bleibt einiges an Schnee liegen und das wird auch in den nächsten Tagen noch so weitergehen. Aber dann, ganz interessant, zum Jahreswechsel hin wird es dann plötzlich sehr viel milder, als wir das jetzt erlebt haben. Das sind dann teilweise sogar Temperaturen möglich von bis zu zweistelligen Plusgraden, das heißt ab plus 10 Grad könnte das schon erreicht werden ab 1. oder 2. Jänner und auch in der Silvesternacht dürfte es milder werden. Was allerdings dazu kommt, das ist schon der Niederschlag, also Regen ist vorausgesagt, vor allem im Osten. Und diese schöne Überraschung, dass es jetzt wärmer wird, die kommt vom Atlantik, eine Warmluft trägt, wird also hierher getragen und sorgt dafür, dass möglicherweise der bewölkte Himmel dann weggeblasen werden könnte durch diese warme Luft und das würde ermöglichen, dass man gerade zu Silvester einen sehr schönen Ausblick hat und das wäre doch einmal schön, wenn man das Feuerwerk und die Raketen ganz genau studieren kann am Himmel.